Schönen guten Tag. Nun bitte ich Sie, meinen heutigen Gast ganz herzlich zu begrüßen, nämlich Peter Gauweiler, Politiker und Anwalt. Herr Gauweiler, darf ich Ihnen erstmal was zu trinken anbieten? Sehr großzügig. Wegen des BR können wir uns mehr nicht mehr leisten. Ich weiß. Wie verzögert war eigentlich Ihr Flughafen in München damals? Der ist auf den Tag genau fertig geworden. Aber die Vorbereitungszeit war noch ein bisschen lange, ne? Die Vorbereitungszeit war ein paar Klagen. Mhm. Aber ab dem Moment der fertigen Planung, man kann übrigens dieses Team von damals mieten, wenn ich das sagen darf. Die waren jetzt in Abu Dhabi und wenn sie mal. Aber die sind doch jetzt über 90. Ja, aber dafür langt es immer noch. Sie sind 1949 in München geboren. Genau. Also deutlich jünger als ich. Merkt man das an einem Unterschied an Reife und Weisheit? Ja, klar. Ihre Eltern waren ja bayerischer Herkunft, aber sie waren evangelisch und nicht katholisch. Das ist doch eher sehr selten. Wie kam das? Es ist überhaupt nicht selten. Die Evangelischen sind eine selbstbewusste Minderheit in Bayern. Von 4 Königinnen, die wir hatten, waren 3 evangelisch. Allen voran die Therese. Wenn sie nach München kommen und sie sehen die Bavaria über der Theresienwiese, dann sehen Sie ins Antlitz einer evangelischen Königin. Unmittelbar nach der Reformation war die Luthergeschichte Hochkonjunktur und der Lehrer von Luther, wissen die ganz frommen Evangelischen, das war der Herr von Staupitz, Professor Johannes von Staupitz, der war vom Augustinerkloster in München. Da gibt es eine große Tradition. Und die Franken sind sowieso evangelisch. Welche Rolle spielte und spielt für Sie Religion in Ihrem Leben, auch bis heute? Also den Glauben an Gott oder das religiöse, musikalische, weil wir uns halt alle vom jüngsten Gericht verantworten müssen, spielt es eine ganz große Rolle. Sie auch? Ja. Vielleicht gehen Sie noch regelmäßig in die Kirche oder mehr nur zu Weihnachten oder Ostern? Oder? Ich bemühe mich regelmäßig in die Kirche zu gehen, aber heute war ich wegen Ihnen nicht in der Kirche, aber ich habe die Kirche im Radio des Bayerischen Rundfunks bei der Fahrt zum Flughafen gehört. Das hält ein bisschen. Also ich übernehme dafür die Verantwortung. Ja.